Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Igelbau. Oh, Melinda hat gute Neuigkeiten für uns. Jemand Neues ist heute in die Stadt gezogen. Bestimmt freut sich jeder neue Einwohner bei der offiziellen Begrüßung des Bürgermeisters. Okay, wir haben jemand Neuen in der Stadt, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe gar keine Baustelle oder etwas in der Art gesehen. Wer ist neu in die Stadt gezogen? Ich möchte mich gar nicht spoilern lassen. Ich möchte gar nicht nachgucken. Ich bin sehr gespannt. Da drüben sehen wir ein zweites Haus. Da scheint jetzt wirklich so ein Stadtballungsgebiet zu entstehen. Wir haben aber unser wunderschönes Haus hier am Strand. Ich finde das perfekt. Wir bauen hier irgendwann mal eine Bank hin und dann hier einen wunderschönen Weg. Und ich sehe das ganze Dorf schon richtig vor mir. Oh, Igelbau wird wunderschön. Igelbau wird wunderbar. Und Jillian wird ein ganz, ganz großartiger, wundervoller, liebevoller Bürgermeister sein. Und wahrscheinlich auch ein ziemlich reicher, denn er hat jetzt schon am Anfang, wie ich persönlich finde, ziemlich viel Glück. Oh, es gibt noch so viel zu tun. Wir müssen einmal unseren Kredit abbezahlen. Dann müssen wir noch ins Rathaus und so. Aber jetzt gucken wir erstmal, wer hier Neues eingezogen ist. Also, dieses Haus hier kenne ich schon, aber dieses Haus hier ist neu. Hier wohnt Grisha. Oh nein, sagt mir nicht, dass Grisha das ist, was ich mich erinnere zu meinen, dass Grisha ist. Grisha ist der Wikingerbär. Ich glaube, ich fasse es nicht. Ich muss... Hi, Grisha. Grisha, der Wikingerbär. Hey, du bist Jillian, oder? Ich bin gerade hergezogen. Von dir habe ich schon viel gehört. Für übrigens, Grisha, über dich rede hier sehr auf, mein Leute. Wir werden bestimmt kennen, jetzt sind die besten Freunde. Ich habe ihn suchen, wenn ich alles ausgepackt habe. Oder ist das wirklich ein Wikingerbär? Sieht aus wie so ein Wikinger. Irgendwie sowas war das. Ich meine, mich daran erinnern zu können. Aber ich habe doch schon mein Pia-Bärchen. Jetzt gibt es hier bestimmt Bärenfight. Bärenbeef in der Stadt, weil der eine Bär und der andere Bär und so. Naja, aber es ist interessant, das ist ein sehr interessanter Bewohner. Da macht mir ein bisschen Angst. Rollo ist so ein bisschen, ja, macht mir auch so ein bisschen Angst. Ich habe euch ja gefragt, wie ich die Dorfbewohner sprechen soll. Und, oh, hi, Rollo. Bei Rollo sind wir uns alle einig, dass das ganz gut passt. Ja! Hey, oh, Grisha, was für ein Wetterwürste. Perfekte Trainingsbedingungen. Was kann ich für dich tun? Unterhalten wir uns. Hey, ich bin ständig in der Fundgrube. Da verkaufe ich Möbel, Klamotten, Früchte, Muscheln. Da kann man wahrscheinlich so ziemlich alles loswerden. Manchmal verkaufe ich auch meine ganze Einrichtung, gekauft mir dann komplett neue Sachen. Das ganze Umräumen hält mich außerdem fit. Deshalb würde ich es am liebsten jeden Tag machen. Schau jedenfalls unbedingt mal bei der Fundgruppe vorbei, Würstel. Wir waren uns alle einig, dass für Rollo diese Stimme wunderschön ist. Wunderschön. Ah. Hallo, meine süße kleine Doris. Hallo, Gillian. Perfektes Wetter für ein Picknick, findest du nicht auch? Wow, wow. Nun ja, wolltest du irgendwas? Bei Doris ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist die Doris. Doris redet halt wie eine Doris, weil Doris ist Doris. Unterhalten wir uns. Hast du eigentlich schon eine Outdoor-Grundausrüstung? Hm? Kescher, Angel, Schaufel. Mit einem Kescher kannst du Käfer und Schmetterlinge fangen und mit der Angel natürlich Fische. Das kannst du dann auch alles in der Fundgruppe verkaufen, wenn du ein paar Sternis verdienen willst. Und eine Schaufel kann man noch immer gebrauchen, besonders wenn man ein Kreuzchen auf dem Boden sieht. Ein Kreuzchen heißt nämlich, dass da irgendwas im Boden vergraben ist, das man ausgraben kann. Ausrüstung aller Art gibt es übrigens in Schlepp- und Nipsladen auf der Einkaufsmeile. Alles klar, Doris. Doris Stimme ist vorsichtig. Hallo, ich bin Doris und ich habe den ganzen Tag lang Spaß, damit Sachen aus dem Boden auszubuddeln, denn ich bin ein Hundchen. Ja, wir werden jetzt auch gleich da mal buddeln gehen. Aber ich wollte mich noch ein bisschen umgucken und schauen, ob es auch allen gut geht. Unser Tristan. Ja, viele haben gesagt, ich soll so ein bisschen traurig reden. So ein bisschen Tränenmond-like. Ich bin der Tristan. Aber ich finde ihn so eigentlich ganz okay. Damit kann er Trauer ausdrücken und auch Freude. Hallo, Hugelien. Das Wetter ist perfekt für einen Tag im Freien. Ah, Schluchz. Tja, was kann ich für dich tun, Gillian? Plaudern wir. Tja, ich will dir mal was zeigen. Na, bereit, also pass auf. Na, wie steht mir dieses Outfit? Das sieht spitze aus, es passt viel besser. Juhu, es gefällt, Gillian. Dann behalte ich es einfach an, während ich einkaufe. Moment mal, wenn du gerade erst hergezogen bist, hast du bestimmt total wenig Zeug, oder? Nimm das hier als Eindrucksgeschenk von mir.
mein Lieblingspullover. Ich werde ihn schwer vermissen und den ganzen Tag weinen. Aber es ist ein wunderschönes Linienshirt. Weißt du, wie du das anziehst? Berühre den Koffer auf dem Touchscreen, such dir dein Kleidungsstück aus und zieh es auf dich fertig. Wenn das Linienshirt nicht gefällt, kannst du es einfach zum Schlafen anziehen oder verkaufen. Wenn Klamotten irgendwas mit Shirt heißen, haben sie kurze Ärmel. Wenn du es noch luftiger magst, kannst du auch Tops kaufen. Da sind gar keine Ärmel dran. Tja, ich kenne mich eben mit der heutigen Mode aus. Und da an meinem Fuß krabbelt ein Insekt. Es macht mich traurig. Insekten, die jetzt von mir wegspringen und zirpen, es macht mich auch traurig. Warum ist das Insekt nicht bei mir geblieben? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Ich gehe dann mal. Oh, ist das traurig. Tristan ist so ein richtiger Trauerpropfen. Also wir gehen jetzt nochmal mit Melinda reden. Die wollte ja auch, dass wir nochmal zu ihr gehen und reden und machen und tun. Ich sollte mich auf den Bürgermeisterstuhl setzen, oder? Ich sollte doch mich... Ja, das hatte sie gesagt. Irgendwie sowas hatte sie gesagt. Ah, oh, Bürgermeister Jillian. Hast du dich schon ein bisschen eingefunden und alles ausgepackt? Jo, ist alles fertig. Oh, echt? So schnell? Du bist ja ganz schön fleißig. Ich wohne schon ewig hier und in meinem Wohnzimmer stapeln sich heute noch Umzugskartons. Ups, ich bin schon wieder nur am Quasseln. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich wollte dir noch etwas über das Rathaus erzählen. Normalerweise stehe ich am Informationsschalter. Dort kann jeder Einwohner immer Informationen über Igelbau oder allgemeine Ratschläge bekommen. Am Informationsschalter gebe ich die Ratschläge für das Leben in der Stadt. Außerdem nehme ich Vorschläge für neue Stadtmelodien oder Flangdesigns entgegen. Wenn du dich über die Zufriedenheit der Einwohner informieren willst, ist das ebenfalls möglich. Allerdings musst du dafür zum anderen Schalter kommen, wie jeder andere Bürger auch. Auch für den Bürgermeister gibt es da keine Ausnahmeregelung. Nun zu deinen Aufgaben als Bürger... Fast hätte ich's vergessen! Du brauchst ja eine Genehmigung, um Igelbau nach deinen Vorstellungen gestalten zu können. Das bedeutet ein bisschen Arbeit, aber keine Sorge, ich helfe dir dabei. Also wird das ruckzuck erledigt sein. Okay. Du scheinst ja gleich richtig anpacken zu wollen. Das gefällt mir, Bürgermeister Jillian. Du scheinst dich in deiner neuen Rolle ja schon richtig wohl zu fühlen. Immerhin sitzt du schon auf dem Bürgermeisterstuhl. Dort kannst du deine offiziellen bürgermeisterlichen Aufgaben erledigen. Ich helfe dir dann dabei. Sobald ich eine freie Minute habe, werde ich mich um deine Genehmigung kümmern. Alles klar. Das bedeutet, ich kann höchstens hier an den Schalter gehen. Hallo, Bürgermeister Jillian. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Dann hätte ich ganz gerne eine neue Stadtmelodie. Die Stadtmelodie von Igelbau klingt an vielen Orten in der Stadt und sagt uns, wie spät es ist. Die aktuelle Stadtmelodie gefällt mir zwar gut, aber ein bisschen frischer Wind schadet nie. Vielleicht fällt dir eine Melodie ein, die die Seele von Igelbau perfekt widerspiegelt. Okay, da könnten wir mal einfach experimentieren und nicht was Vorhandenes nehmen. Das ist ja auch irgendwie ganz süß. Dieses Dö-Dö-Dö-Dö finde ich ganz lustig. Das ist fast schon ganz lustig. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Dieses, das gefällt mir. Das gefällt mir, aber das hier vorne noch nicht so. Also gut. Das ist irgendwie sympathisch.
Was für eine wunderschöne Melodie. Sie klingt die Musik in meinen Ohren so buchstäblich. Die Bewohner werden sie lieben. Wir setzen die alte Stadtmelodie sofort durch diese hier. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Stadtflagge weiß ich noch nicht so ganz, weiß ich noch nicht so ganz, was wir da machen. Ein Igel wäre süß, ne? Ja, also so wie die Musik anfängt am Anfang, also das ist schon mal in Ordnung. Vielleicht arbeiten wir dann noch ein bisschen dran später, aber erstmal ist das ganz nett so. Ich habe doch jetzt schon eine Schaufel, ne? Ich kann doch jetzt schon mal anfangen, ein bisschen eine Gestaltung hier zu betreiben, indem ich auch Orangen einpflanze mit Bäumen, so wie ich sie gerne hätte. Zum Beispiel hier sind ja schon total viele Bäume und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Und dann später kann man hier auch vielleicht eine richtige Obstplantage machen. Weißt du? Dann machen wir jetzt hier einfach schon mal so ein paar Obstbäume mehr hin. Zack, zack, pop. Sehr gut. Und da hier auch noch was vergraben. Zack, zack, pop. Alles super. Und dann, was besonders? Oh, ist mein Geldstein. Es ist mein Daily Geldstein. Es ist mein schöner Geldstein. Da kriegt man mal was raus, was man haben möchte. Okay, das war's. Na bitte. Das wieder wegstecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr schön. Das hat in die Inventar gepasst, hatte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sind sie zu einem Sack geworden. Die Säcke kann man stecken. Wow! Wow! Das ist ein gutes Startguthaben, Leute. Ich wollte gerade sagen, den kannte ich noch nicht. Na nun, in diesem Stein ist etwas drin. Ein Rupin oder ein Smaragd. Es ist ein Saphir, natürlich. Es ist ein Saphir. Natürlich wusste ich, dass das ein Saphir ist. Oh, es gibt noch nicht so viel, was wir ausbuddeln und wieder einbuddeln können. Da haben wir was Besonderes gefunden. Schau mal, ich habe ein Fossil ausgegraben. Ich sollte es sofort zum Museum bringen und es dort untersuchen lassen. Was gibt es hier? Oh, eine Falle! Da hat sich das Graben gelohnt, denn darauf falle ich jetzt nicht nochmal rein. So, dann nur ein paar Orangen hier abbuddeln. Ich finde es cool, dass wir Orangen haben. Ich mag Orangen. Meins? Ja, so ein bisschen hier Obstbäume zu haben, das könnte ich mir vorstellen. Also es ist jetzt hier... Ja, dann mal irgendwie so Plantagen ähnlich, hätte ich die schon auch gerne angeordnet, ne? Dann müsste hier einer und da einer und da einer. Ich soll gucken, wie das dann später ist, wie das dann aussieht und was man da machen kann. Ich kann jetzt nicht zufällig nochmal vergraben, ne, da muss ich mich rumdrehen. Alles klar, einmal rumdrehen. Erstmal will ich hier, dass ganz viele Bäume wachsen. Einmal, damit wir die Chance haben, dass hier irgendwo eine 1A-Orange wächst. Und zum anderen, damit wir damit Geld machen können. Denn es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir auf andere Wege an Geld kommen. Und solange müssen wir halt einfach erstmal Obst vergraben. Jawohl. Auf der Insel werden wir sowieso dann vielleicht auch noch ein bisschen Obst finden, was gut ist. Ist nirgends so eine 1A-Orange dran bis jetzt, ne? Habe ich noch keine gesehen. Vielleicht ist das ja auch diese Art von Dorf, wo ich mal keine 1A-Früchte bekomme. Doch, da hinten hängt eine. Da muss ich jetzt erstmal... Oh Mann, da muss ich ganz außen rumlaufen. Das da hinten ist eine 1A-Orange. Das sehe ich doch. 1A direkt vor mir. Oh, ich mag die Stadt. Ich finde, die Stadt ist echt schön, so von ihrer Gesamtaufteilung, vom gesamten Stadtbild. Okay, dass wir jetzt eine Grische haben, ist ein bisschen gruselig. Vor der habe ich jetzt ein bisschen Angst. Aber ich arbeite auch an meinen Stimmen. Also, Pia ist halt so ein bisschen langsamer. Das ist halt so ein Liebesbärchen, ne? Und dann haben wir halt hier unsere Yolanda. Hallo, die Yolanda ist da! Finde ich eigentlich ganz gut. Und Grisa ist dann heute mal so ein, weiß ich nicht, so ein nordischer Bär halt, weißt du? Und dann haben wir unseren Rollo. Hey, ein Rollo! Das wird meinen Stimmbänder nicht gut tun. Und dann haben wir... Die Doris, hallo, ich bin die Doris und ich bin immer für euch da und ich bin der liebste Hund, den ihr haben könnt. Der beste und tollste. Und natürlich unseren Tristan. Hallo, Tristan. Wer ist hier? Was ist da? Ach, Rollo schon wieder, mit dem möchte ich jetzt nicht unbedingt was zu tun haben. Hallo, ich bin's, Tristan. Mein Leben ist trist. Deswegen heißt er wohl auch so. Schon wieder ein Fossil. Sehr gut.
Dann müssen wir jetzt wohl bald mal zum Museum. Aber wir müssen noch zu Schlepp und Nepp. Und wir müssen uns noch so viel angucken. Also wir haben jetzt am Anfang hier mal wahnsinnig viel zu tun. Ganz darüber gehen. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Blumen alle verdorren, aber ich habe noch... Ups, irgendwas Schönes hier. Nein. Ich hab noch nicht die passenden... Hey, Unkraut überall, ist ja ekelhaft. Ich habe noch nicht die passenden Mittel, um sie zu gießen. Und du bist eine 1A-Orange. Yep. Die sieht ja sehr seltsam aus, weil die so einen dicken Proppel oben hat. Pflanzen wir den mal hin. Dup, 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 schnupp, schnupp, schnupp. Bam, badam, bam, bam. Also wir brauchen als nächstes erstmal eine Brücke. Man kann ja Stadtverschönerungen vornehmen und ich glaube, als erstes kann man sich wirklich auch Brücken aussuchen und ganz ehrlich, wir brauchen eine Brücke. Aua! Also hier drumherum hätte ich eigentlich mehr gerne einen Garten und da hinten hätte ich eigentlich deswegen ganz gerne die Obstbäume. Na, also dass wir hier so, hier unten entlang, im Rathaus entlang, dass hier einfach ganz viele Obstbäume hier so in alle Richtungen wachsen. So, jetzt muss ich die 1A-Frucht so einpflanzen, dass sie auf jeden Fall wächst und nicht verdorrt. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ihr kennt mich, ich bin schlechterin. Damit da nichts schief gehen kann. Nichts schief gehen kann, machen wir das mal dahin. Sicher ist sicher. Und vergraben. Sonst muss ich mir von irgendjemandem noch 1A-Orangen besorgen, sollte ich das falsch machen. Jetzt können wir das. Da können dann hier nochmal schräg gegenüber eine stehen und so. Das ist doch gut. Ja, und hier gucken wir dann halt, wie wir das hinkriegen. Ich hätte dann halt ganz gerne so ein bisschen so eine Symmetrie wieder. Weil, wenn es um Obstbäume geht, hätte ich diesmal gerne so einen richtig, so einen dicken, ordentlichen Ort, wo es ganz viele Obstbäume gibt, ne? So, also, so wie jetzt hier, das hier aufgebaut ist, finde ich das ganz geil. Und dann wachsen die alle so nebeneinander. Und hier hast du einen etwas breiteren Weg dazwischen, weil es hier vom Rathaus entlang führt und so. Finde ich eigentlich ganz super. Gefällt mir, gefällt mir. So, den Rest der Orangen, den behalten wir gerade erstmal. Ich will auch das hier behalten und das hier behalten und das auch. Die Falle nicht. Das Linien-Shirt auch nicht, das Feuer-Shirt auch nicht. Den Radiorekorder will ich behalten. Ich sortiere das immer so hin, dass ich weiß, auf welcher Seite ich Sachen verkaufen will. Welcher Seite nicht. Und dass ich hier so wenig Wege nach oben habe, ist teilweise auch ganz schön anstrengend. Und jetzt gehen wir halt noch zu Immonok. Und gucken mal. Huch, hallo Rollo. Ob wir da Kommunikation betreiben können. Oh, da oben fliegt ein Geschenk. Da komme ich leider nicht ran. Hier wächst so viel, das könnten wir alles verkaufen, aber wir haben erstmal ganz gut Geld. Dop, dop, dop. Hatten wir jetzt eigentlich hier schon soweit alles geklärt? Bei Immonok hatten wir das schon? Nee, ne? Oder wir mussten nochmal mit ihm reden. Ich glaube, wir hatten noch nicht alles geklärt. Mit den lieben Herren Flauschebärchen. Willkommen, willkommen. Oh, willkommen, Gillian. Hast du eine Vorbereitung für deinen Einzug getroffen? Ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel das Ganze kosten wird, Gillian. Ja, ja, wir könnten natürlich erst ein Haus bauen, wenn du uns den Auftrag gegeben hast. Ne? Das ist doch klar. Für die Anzahlung brauchen wir gerade mal 10.000 Sternis. Na klar. Sehr gut, der erste Spatenstich wird gemacht, sobald die Anzahlung geleistet ist. Keine Sorge, in dieser Stadt gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Früchte, Muscheln, Sachen sammeln und eine Fundgrube verkaufen, ja. Mit dem Geld kannst du dir im Laden Kescher und Angeln kaufen, ja. Und dann kannst du Insekten und Fische fangen, die du dann wieder verkaufen kannst. Ganz einfach, ne? Besser als einen schlecht bezahlten Teilzeitstelle zu suchen. Ja, ja. Komm wieder zu mir, wenn du 10.000 Sternis hast. Viel Glück. Ich habe 10.000 Sternis. Ja, ja, kann ich dir helfen. Anzahlung machen. Tada! Ich bin nämlich voll reich, Mann. Und du hast die Sternis dabei. Mal sehen. Ja, ja, 10.000 Sternis. Das freut mich. Ja, das ist ja unglaublich. Also sehr gut, sehr gut. Damit ist jetzt offiziell die Arbeit an deinem Haus kann sofort beginnen. Was für ein Dach sollst du denn haben? Erstmal ein Rotdach. Ein Rotdach, in Ordnung. Ja, ganz genau. Ja, ja, verstanden. Ich kümmere mich darum, dass dein Haus morgen fertig wird. Gibt es noch was zu wissen? Ah ja, natürlich. Ich muss dir was zu Umbausmaß sagen. Wenn dein Haus fertig ist, kann ich dir bei der Außengestaltung behilflich sein. Dazu gehört die Gestaltung von Dingen wie Dächern, Türen oder Zäunen. Ne? Ich habe hier jeden Tag neue Modelle vorhanden, also komm vorbei. Ja? Aber im Moment freust du dich erstmal auf morgen. Hm? Ja, im Moment freue ich mich erstmal auf morgen, wenn da mein Haus steht. Oh, und ich werde hier rausgeschmissen. Uhu! Die Anzahlung ist erledigt. Morgen kann ich dann endlich in mein neues Haus einziehen. Die bauen aber schnell. Wenn ich jetzt hier reingehe und da Sachen sind, die ich haben will, weine ich. Ich glaube, ich gehe dann erstmal Sachen verkaufen und dann gehen wir da rein und gucken, ob es da was Cooles gibt.
Und bei Samesa gibt's vielleicht auch schon wieder so coole Kopfbedeckungen. Ich glaube nicht, dass Jillian ein Brillentyp ist. Unser anderer Charakter war schon ein Brillentyp. Und ich finde nicht, dass Jillian ein Brillentyp ist. Wir sollten halt an den Strand gehen, ne? Na? Doris, wie geht's? Was für ein schöner sonniger Nachmittag. Da kriege ich Lust auf ein Sonnenbad. Wow, wow. Ja, wolltest du irgendwas? Wie läuft's? Oh, du, Jillian. Wo bist du eigentlich hingezogen? Hier in der Nähe. Oh, hier in der Nähe. Freut mich, dass du etwas Schönes gefunden hast, Wow Wow. Das Tolle daran, dass du jetzt auch ein Haus hast, ist, dass ich dir Briefe schreiben kann. Das mache ich wirklich gern. Ich hoffe, du schreibst mir auch ein paar Briefe, Jillian. Briefpapier kannst du im Laden auf der Einkaufsmeile kaufen und den Brief im Postamt abgeben. Und dann kommt er bei mir an und ich freue mich und zeige ihn all meinen Freunden. Also schreib bitte nichts Peinliches in den Brief. Oh, die ist ja so süß. Die ist so süß, die ist so süß, die ist so süß, so süß, so süß, so süß, so süß. Oh, unser Bäumchen ist gewachsen. Kannst du schon sprechen, Bäumchen? Es scheint ein stummes Bäumchen zu sein bis jetzt. Also, was unser Bäumchen wohl für ein Bäumchen ist. Oh, hallo. Dafür haben wir auch nicht das Geld, ne? Zu Smeralda. Zu Smeralda haben wir auch nicht das Geld. Ah, wir bekommen ein bisschen Geld. Ich gehe mal Muscheln sammeln und dann hier noch Orangen verkaufen. Das geht auch super. Ich bräuchte den Schrank, damit wir unsere Sachen verstauen können. Weil das ist ja jetzt hier langsam ein bisschen schwierig, weil ich ja auch nicht... Und doch, das will ich verkaufen. Doch, das will ich auch erstmal verkaufen. Die Schaufel will ich nicht verkaufen. Achso, ich muss das ja mal tauschen. Hier, das ist ja auf der Seite da drüben. So, so, so. La, 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 la. Puff. Da wären auch noch Orangen gewesen. Ein bisschen Geld brauche ich ja nur, damit ich mir den Schrank kaufen kann, damit ich das Sachen verstauen kann. Dann möchte ich ins Geschäft gehen und so. Und deswegen gucken wir mal, was es heute hier am Strand gibt. Ein Sanddollar. Besser als gar nichts. Ah, oh, hier ist unsere kleine Picknickdecke. Hier können wir uns hinsetzen. Also, wenn wir uns hinsetzen könnten. Man kann leider keine Stadtverschönerung an den Strand packen. Das hat mir Wuschel schon gesagt. Da habe ich nämlich auch wirklich nie drüber nachgedacht, ob das geht. Und nein, es geht nicht. Das ist voll traurig. Schon wieder eine Riesenmuschelschale. Die sollte ich auf jeden Fall aufbewahren. Und nicht verkaufen. Erstmal. Patsch, patsch, patsch. Hier sind Fische. Ich hätte gerne eine Angel. So, jetzt mein Inventar voll. Halt. Wartet, 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 dann packe ich die auch hier rüber. Dann wird die auch nicht verkauft. Dann verkaufen wir erstmal all den Kram. Gucken, dass wir was kaufen können. Gucken wir, dass wir Sachen wegpacken können und so. Oh, wenn hier später unser Haus steht, das wird voll schön aussehen. Ich bin ja am Überlegen, ob ich das Ganze ein bisschen asiatisch diesmal gestalten soll. Ich weiß es noch nicht. Oder astronomisch. Also Felix Astrozimmer in Animal Crossing New Leaf Pilsdorf hat es mir halt echt angetan. Und ich bin auch zurzeit, Entschuldigung, extrem... schwankend, ob ich überhaupt Staffel 1 enden lassen soll, ob wir nicht Animal Crossing New Leaf Igelbau und Animal Crossing New Leaf Pilzbau spielen sollen. Pilzbau, ja, Pilzdorf spielen sollen. Achso, ich will Sachen verkaufen, dann muss ich in die Fundgrube. Ich kann auch bei Schlepp und Nepp Sachen verkaufen, aber der hat nicht so gute Preise wie die Fundgrube. Die Fundgrube zahlt definitiv mehr. Die ist halt direkt hier daneben, das ist halt auch super praktisch. Also gleich in die Fundgrube gehen, ne? Stört nicht so im Weg bei der Stadtgestaltung und allem drum und dran, weil sie sowieso an einem Ort steht, wo man nicht sonderlich viel hinbauen kann. Oh, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ach, verkaufen. Ja, was möchtest du denn verkaufen? Das, 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 das und das und fertig. Ah, ist das alles? Lass mich das zusammenrechnen. Ja, 3595 Sternis. Ja, super. Vielen Dank. Bring gerne mal wieder was vorbei. Ja, und ich würde gerne das hier kaufen. Ah, dieser Kleiderschrank wird von Tristan aus unserem Städtchen angeboten. 800 Sternis. Ja, super. Danke für deinen Einkauf. Was ist das da? Was ist das? Das ist von Rollo, ne? Oh Gott, Rollo bietet eine Fleischpuppe an. Rollo ist so gruselig, wir müssen Rollo loswerden. Erstens bringt uns Rollo den Fassfluch auch nach Igelbau. Der Fassfluch, ey. Und zum anderen, er verkauft eine freaking Fleischpuppe. Ich meine, wie ultra mega creepy ist das denn bitte? Das ist super hyper ultra creepy. Wir müssen Rollo loswerden. Rollo ist voll gruselig. Ich habe Angst vor Rollo, Leute. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Er schreit mich auch immer so an. Läuft mir voll der kalte Schauer den Rücken runter. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Hm. Das habe ich schon. Ich habe schon Kescher und Schaufel.
Ich kann mal ein Weizenfeld kaufen, eine Nähmaschine. Ich bin jetzt aber nicht so die Person, die näht. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Dap, 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 dap. Die Musik hier drin ist ja super süß. Ich gehe mal wieder. Und danke für den Besuch, komm mal bald wieder, ey. Mhm. So was Anstrengendes. Gucken wir doch jetzt einfach mal, was es hier in der Modeschneiderei gibt. Und unterhalten uns mit Tina und mit Sina. Ah, das ist auch Pia. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Hallöchen. Was gibt's denn hier heute Schönes? Ah, ein Rock, damit kann ich nichts anfangen. Na, die Hose ist mir nicht. Die passt nicht zu meinem Style. Na, hast du vielleicht was Schönes im Muster? Entschuldige bitte, wenn sie konzentriert arbeitet, ist sie mal kurz angebunden. Na und Pia, was machst du so? Huhu, Gillian, ich spaziere auch gerade nur so ein bisschen herum, Schätzchen. Also, was liegt an, Schätzchen? Lass uns quatschen. Hier gibt's so viele verschiedene Klamotten, Huhu. Ich finde ihr Schätzchen süß. Ich finde es süß, dass sie Schätzchen sagt. Na gut, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Bei Sabetha. Oh, das ist ja die Tolle hier. Hierbei handelt es sich um eine Schlappperücke. Die Kosten betragen 480 Sternis. Das probiere ich erstmal an. Oh yeah, ich bin der King, ich bin der King, ich bin der King. Das sieht sehr rockig aus. Nein, danke. Aber ich bin der King. Die Pflaster sind super, die Fühler sind auch super. Eine Luigi-Mütze wäre auch nicht schlecht, aber die Pflaster... Na, hierbei handelt es sich um Pflaster, 80 Sternis. Ich meine, wir haben immer Pflastercharaktere und... Oh, er sieht das ein bisschen unordentlich mit aus. Ich finde, er sieht in Pflastern unordentlich aus. Das ist nichts, was passt. Das ist ein kaputter Schirm, den kaufe ich nicht. Die Fühler will ich auch nicht. So eine Luigi-Mütze. Ich will eine Kapitänsmütze haben. Wir sind ein Captain. Guckt euch das an, wir sind voll der Captain. So ein richtiger All-Captain, mein Captain. Das finde ich vom Style eigentlich ganz super. So von der Gesamtgestaltung und allem drum und dran. Ein bisschen sparen müssen wir auch noch. Okay, dann gehen wir jetzt noch zur Wahrsagerin, wenn die schon mal in der Stadt ist. Und gucken mal, was wir da alles so finden können an schöne Klamotten. Und hast du nicht gesehen? Nicht Klamotten, hier Ratschläge. Warum sage ich Klamotten? Weil ich gerade noch über die Klamotten sinniert habe. Ratschläge sind mir wichtig. Ich möchte Ratschläge bekommen. Ich möchte keinen Rat schlagen, das ist mir klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es einfach hier drin unfassbar schick und ich hätte gerne diesen Boden. Kann man diesen Boden haben? Ist dieser Boden habbar? Auch die Sachen, die sie hat als Deko? Kiheha moata, kihaha moatata, hiheha hatata. Du liebe Gute, dich umgibt die strahlenden Auren, Starren der Sterne. Ich, Smeralda, kann dir die Zukunft weissagen und auch wie du gar prachtige Schätze findest. Und das für nur 500 Sternis. Ja, klar. Na wohl an, lass mich dir deine Konstellation zeigen. Biete sie jetzt dich. Kiheha moatata, kiheha moatata, shimihamasha tibia yee. Ah ja, ich sehe etwas. Oben am Himmel, der Planet der Liebe wandert in den Sternzeichen wieder. Ich kann die Zeichen sehen. Oh ja, ich sehe Liebe voraus. Eine Kappe. Das ist der Schlüssel zu deinem Glück. Ich muss eine Mütze tragen? Und was hat das Schaf damit zu tun? Ich will den Widder in meiner Stadt haben. Möge Glück mit dir und in deinen sein. Und denke daran, Unglück ist nur Glück, das nicht da ist. Alles klar, Smeralda. Auf Wiedersehen. Gut, wir haben mit den Leuten geredet. Wir haben eingekauft. Wir haben dazu gesehen, dass wir jetzt unser Haus bekommen, ja. Und wir haben eigentlich ziemlich viel erreicht heute. Ich bin ziemlich glücklich damit. Wie unser Jillian aussieht, bin ich auch ziemlich glücklich. Ich finde die Frisur großartig. Die möchte ich auch gar nicht ändern. Ich hätte sie nur gerne irgendwie in Lila oder sowas. Und dann dunkelblau. Dunkelblau, dazu eine Kapitänsmütze. Captain Jillian. Ja, ist vielleicht Raumschiff-Captain oder sowas. Und dann hätte ich voll gerne so ein Astrozimmer, wie es Felix hat. Versteht ihr? So ein Astrozimmer wie Felix hätte ich voll gerne. Das wäre der absolute Hammer.
Boah, wäre das cool. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen dieses neuen Let's Plays vor allen Dingen. Super klasse, dass ihr dem Ganzen hier so eine große Unterstützung gebt, dass ihr es auf Facebook und Twitter teilt und dass ihr so viel kommentiert und euch schon voll drauf freut, hier diese neue Stadt zu entdecken. Und ich freue mich auch total drauf. Dieses Dorf wird so super. Ich liebe Animal Crossing. Ich bin süchtig. Ich gebe es ja zu. Ihr doch auch, oder? Ihr doch auch. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.